Damit willkommen zurück zu Murder Hobo The Game. Baldur's Gate 3, Dark Urge. Das ist dasselbe. Nachdem wir jetzt in der Gefianki-Krippe im Kloster alles ausgerottet haben, was lebte, nichts Lebendiges zugelassen haben, gehen wir jetzt mal auf den Dächern herum. Erkunden wir die Dächer. Reden mit Tieren. Oder auch nicht. Ich glaube nicht, dass einer von uns mit Tieren reden kann. Der Riesenade betrachtet dich verachtungsvoll. Aha. Willst du uns versuchen? Und dann angreifen. Gut, wir haben es versucht. So viel dazu. At least we tried. Wir haben es versucht. Mal wieder. Ein paar unschuldige Tierchen umbringen. Bin ich meisterhaft drin. Unschuldig gewesen zu töten. Oh, der Kampf findet in mehreren Fronten statt. Okay. Wow. Wie kann das ein kritischer Fehlschlag gewesen sein? Gut, dann nicht. Adler Nummer 1 ist tot. Und schon hier ist dieser Squid irgendwie mit den Köpfen entstanden. Das ist ein bisschen verdächtig, finde. Genommen. So nämlich müssen wir keinen Zauber einsetzen. Keine Ahnung, was dieses Quid zu sagen hat. Oh, hier gibt es einen Weg nach oben, der ohne nicht durch die Säure geht. Okay. Wir haben nichts bei. Oh, auf ihn zu schwer wäre jetzt gedacht. Kristalle hier. Oha. Looks to be a powerful weapon. I wonder if it was used in my kin nearby. Nehmt gerne mal wohl gefesselt. Schöne Aussicht hier. Mhm.
da geht's noch nicht. Jetzt können wir die Waffe hier auf das Kloster abfeuern. Was ist denn da Aussicht hier? Bevor wir sie kaputt machen. Da passiert nicht wirklich was. Liegt in dem Nest was? Ein toter Kobold. Zeremonienkrieg, sag mal. Ja. These boots have seen everything. Wenn wir das Ding hier irgendwie aktivieren, das große Gerät. Verdrehte Wanden. Sind die angreifbar? Nö. Ich hätte jetzt echt gehofft, dass wir die irgendwie. So, hier was aktivieren können. Okay, wir haben den Kristall aktiviert. Oder auch nicht. Sah so vielversprechend aus. Es gab eine. Gab es nicht die Cutscene? Von der ich weiß, mit diesem. Dieser Gerätschaft. Egal, können wir erstmal weiter kunden. Vielleicht finden wir noch einen Weg, das Ding zu aktivieren. Das sieht wichtig aus. Wenn nicht, sollten wir es zerstören. Okay, der Grün kommen wir wahrscheinlich von hier aus erstmal nicht hin. Oh, ein paar Tränke. Nehme ich gern. Und hier aus können wir darüber. Jetzt Ranken, die können wir eventuell runterklettern. Wo wollen wir das? Gibt es hier noch irgendwas zu finden? Ist noch eine Truhe. Ein Helm der heiligen Lanze. Niederstrecken der ungrazierten Kreaturen, deren Angriffswürfe gegen einen Träger scheitern,
müssen gegen die Träger scheitern, müssen einen Geschicklichkeitswurf bestehen oder sie erleiden 1 bis 4 gleißenden Schaden. Nicht schlecht. Kann ich mal tragen. Klingt mächtig. Mit Loristo kann ich sogar tragen. Sieht sogar fast gut aus. Ja, ich guck gerade auch mal, ob es irgendwie noch was gibt. Wir hier nichts übersehen. Wenn wir zum Beispiel das Ding dort aktivieren können. Sieht schon vielversprechend aus. Das klingt zwar nicht vielversprechend aus. Nicht erreichbar. Hier sind wir glaube ich hochgekommen. Nee, da will ich noch nicht lang. Und wir sind woanders hochgekommen, aber da geht es wieder runter. Ich will jetzt noch ein bisschen Dächer erkunden. Nichts Besonderes hier. Nur ein Gegner. Ich sehe keinen Gegner. Ich sollte nie neben stehen. Das ist mysteriös. Uralter Gefängniskrieger. Die Scheibe brauchen wir nicht. Ach ja, hier sind wir schon mal hingehüpft. Tja. Kobold-Plünderer sind mir ein Rätsel. All's well that ends, not as bad as it could have. Tja. Ich glaube nicht, dass es hier noch was gibt. Dann lass uns hier mal abhauen. Das Ding hier. Das sieht so wichtig aus. Können wir aber nichts mitmachen, oder? Macht er irgendwas Schaden gegen? Ich
Schaden macht da nichts dran. Gerade stand da was zum Namen, wenn ich das richtig gesehen habe. Mystisches Teil. Das sieht nicht so nur die Kristalle hier. Tja. Sieht nach einem guten Rätsel aus mit diesen mit den Kristallen und so. Scheint nach etwas, was man aktivieren könnte. Na gut. Wenn es nichts ist, dann ist es nichts. Ich habe wahrscheinlich trotzdem hier die Hälfte übersehen. Mit den Sachen, die man mitnehmen könnte. Wo schiebe ich hin? Nein, was machst du? What the hell? Ich lasse den mal gehen. Hat schon mal einen Plan mit gehabt. So, wo wollen wir eigentlich hin? Hier wollen wir hin. Okay, da geht's runter. Interessant. Durch die Tür sind wir noch nicht gegangen. Das ist knapp unmöglich. Ah, deswegen sind wir da noch nicht lang gegangen. Hier geht's nicht wirklich weiter. Hier ist eine hübsche Statue. Darüber kommen wir eher nicht. Und da wäre noch ein Weg, der hier lang gehen würde. Mal beschreiten. Der Weg führt noch irgendwo hin. Okay, ein bisschen Loot zu mitnehmen. Let's have a look. Ein paar Sandalen könnt ihr behalten. Mir scheint es wohl lang zu gehen. Okay, hier waren wir glaube ich noch nicht. Das sieht halt aus wie eine Kreatur. Sumpfgras.
So, hier geht's wieder rein. Okay, da geht's noch ein Stückchen lang. Ein Grabstein. Askel Stockhold, Dawnmaster. From Death, Life. No hope of clearing this without a shovel. Ich stimmt einfach immer noch keine Schaufel habe. Ist man hier noch irgendwie hoch? Sieht nicht so danach aus. Gibt's noch was? Oh, da kommen wir nicht hin. Sie hat hier noch einen großen Fleck auf der Karte, den wir nicht erkundet haben. Sie auch kein Weg hinkommen. Ah, hier haben wir ein Quest abzugeben, das gefährliche Ei. Ja, wenn wir hier irgendwie noch weiter kämen, das bezweifle ich wirklich. Ich kann da noch ein bisschen langlaufen. Wir ziehen auf dem Rückweg noch was, was wir verpasst haben. Wir müssen es einen Weg geben. Und dann sehe ich aber nur Schlucht. Nö, das sieht nicht so aus. Es gäbe hier noch was. Wir müssen drauf kommen, auch du hast da drin. Dann geht's wieder hoch. Ja, ich sehe da jetzt nichts, was wir noch verpasst hätten. Hier ist die Questgeberin. I should speak up. I trust that an early payment has ensured swift action. Mecker nicht. What news of the Gideon? Nicht schwer, das zu bekommen. Das ist nicht unser Projekt, denn ich arbeite daran, das Ei mit einem kräftigen Tritt über die Klippe befördern. Ich möchte handeln. Das Ei nicht, ich unterstütze dieses empörende Experiment nicht. Very well, but I'll make note of how much time you waste trawling through baubles. Irgendwas Interessantes hier, was wir vergessen haben. Nämlich. Junge, wir sollten mal das schwer ausrüsten. Very well then. Das Ding hier. Wir hatten einen Durchführer aus Darion. Oder wer anders hat das?
Das Ding, Messer des Unterweltkönigs. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Drei bis zwölf Schaden. Vier bis neun Schaden. Ja. Was hat Boni? Dazu reduziere die Zahl, die du brauchst, um beim Angriff einen Kitsch-Treffer zu würfeln. Erstens, dieser Effekt ist stapelbar. Wenn du höchstens zwei Schaden würfelst, wird erneut gewürfelt und das höchste Ergebnis zählt. Schatten zählt. Schattenklinge. Du bist beim Angriffswürfen gegen leicht oder komplett verschleierte Ziele im Vorteil, wenn du diese Klinge verwendest. Das klingt schon für Astarion echt interessant. Eine Doppelwaffe. Oh, schade. Die magischen Dolch haben wir nicht zufällig dabei. Ja. Ich weiß nicht, ob das Giftchen abgeben. Swift Action. What news of the Githyanki egg? Also es das Experiment, das klingt schon. Thank you. Paying up front seems to have had its benefits. A pleasure to do business with you. Jo, und jetzt haut die ab. Thank you so much. Do be sure to pop into the lodge, should you ever visit Baldur's Gate. I should hope so. When adventure calls, I am always thoroughly prepared. Take a look. Irgendwas durchmäßig hat sie nicht. Ja, es sind jetzt auch nicht so geniale Sachen. Ich weiß nicht, was für einen Nutzen die noch hätte. Und nun ist das Ei einfach zurück. Und Stufenaufstieg. Das war's wert. Dann nehmen wir das Ei. Brustpanzer Stufe 14. Ja, ich glaube hier. Rosier Pflege haben wir nicht gebraucht. Handschuhe. Unsere geschichtsträchtige Sekte benötigt einen Gegenstand, der auf unserer Ebene äußerst selten ist, ein Githyanki-Ei. Der Wert, der diesen Gegenstand beschafft, der sich wiederum in ausgezeichnetem Zustand befinden muss, soll großzügig belohnt werden. Die Angelegenheit ist zeitkritisch. Der Abschluss dieser Aufgabe findet ihr uns in der Loge in Baldur's Tor. Zeichnen von Kollektiv, Gesellschaft der Brillanz von Baldur's Tor. Nehmen wir das mal mit. Thank you.
Die Handschuhe der Macht, die behalte ich noch. Die sind gut. Ich kann die aber gar anders gebrauchen. Na, kann man Griffe im Vorteil. Dornhagel. Nee, lass mal. Erstmal einen Stufenaufstieg. Und dann würden wir hier nicht noch irgendwas finden in dem Bereich. Würde ich fast sagen, gehen wir und brechen wir nach 2 auf. Wilder Instinkt. Was die Instinkte aufs Äußerste geschärft. Du erhältst einen Bonus von plus 3 Initiative und kannst nicht überrascht werden. Aha. Zusätzlicher Keypunkt entrinnen und Tweakelgeist. Aha. Und spektakulär bei Mönch und Barbar bisher. Aber erst darin wird es interessant beim nächsten Meister. Verbannung des. Ja, ich weiß nicht. Klage. Dimensionstür. Feuerschild. Feuerwand. Feuerwand ist großartig. Schauliche Anrufungen. Buch der uralten Geheimnisse. Du kannst magische Rituale in dein Buch der Schatten schreiben. Lässt die Zauberstrahlen der Übelkeit, chromatische Kugel und Stille. Haben wir das nicht schon? Kannst die Zauber einmal pro langer Rast wirken, ohne dafür Zauberkräfte nutzen, Plätze nutzen zu. Okay. Fleischbildhammer, verschwinden lassen, Zeichen. Schlecht uns. Rüstung der Schatten, Tiersprache. Könnten wir mal machen. Flügelscher Einfluss. Teuflische Tat. Kraft. Den Schatten verschmelzen. Entweder Tiersprache oder wir nehmen das Buch. Das Buch klingt wirklich gut. Ein Zauber halt ein bisschen. Naja. Fürchterliches Wort. Führe eine Gruppe von Kreaturen, sie greifen wahllos an, wandern ziellos umher und überspringen in ihrer Verwundung jegliche Züge. Nicht schlecht. Aber leider Kreaturen ein harmloses Schaf, das wäre auch nicht schlecht. Verlangsame Kreaturen. Das nehme ich. Das sind die Zauber, die wir aktuell haben. Eigentlich alle sehr genial. Löscher Tadel vor allem. Brauchen wir hier von irgendwas? Feuerwand haben wir schon drin. Todesschutz beschützt eine Kreatur vor dem Tod, wenn der Treffpunkt das nächste Mal durch Schaden auf Null sinken würden, bleibt sie bei Bewusstsein und behält einen Trefferpunkt. Naja, Bewegungsfreiheit, wenn kein Verbündeten aus der Betäubung schwieriges Gelände kann, das Ziel nicht verlangsamen und das Ziel kann nicht auf manche Weise gelähmt oder festgesetzt werden. Hüter des Glaubens, beschwöre einen göttlichen Wächter, der Gegner in der Nähe angreift. Wenn der Wächter Schaden bewirkt, verliert er selbst den gleichen
Taran Treffpunkten, das klingt sehr gut. Nehme ich. My faith will guide me. Müssen wir nochmal finden, die Zauber, die wir haben. Das wird ja langsam unübersichtlich. Ich weiß, mit Plus klicken, dann haben wir hier eine größere Übersicht. Könnte sein, dass wir was verpasst haben, aber was so ist. North, Rosy Morn Monastery. West, Moonrise Towers. South, Joaquin's Rest. Dann würde ich sagen, auf Richtung Moonrise Towers. Auf ins Dunkel. Ich würde noch eine letzte lange Rast im Helm machen. Und dann geht's ab in hier. Ja, schattenreich ist uns nicht. Zum Schattenfluch. Oha. Wags his tail, a small bag clenched between his teeth. He gives in and surrenders his find to you. Ein Heiltrank. Oui. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Barbes Hundchen. Camp life seems to suit the young owlbear. His coat of feathers seems fuller. His eyes look bright and inquisitive. Das wird sich ändern, wenn man Schatten mit Kuchen. Was meint ihr, was uns bei den Türmen des Mutaufgangs erwartet? Ich glaube, es wird besser, wenn wir... Okay, nein. Who knows? Drow? Mind Flayers? Death? Hopefully not ours. But maybe... Tod auf jeden Fall. If we can convince the right people to talk. So, Schattenherz. Die ist hier. Shah's blessings upon you. Fine. What's on your mind? Does it even need to be asked? We're beyond me merely liking you. I think I'm a different person, owing to you. Oh, okay. Schattenherz, rückt uns mal näher. Ja, wir sollten jetzt einen langen Rast machen. Na dann.
die Schatten erwarten uns. Ich bin ja hier der größte Schatten. Der größte Schatten ist in mir drin. Starlunch. Do not walk in darkness. Turn to the light. Wir haben das Gegenteil von. Beware of the shadows. Do not enter. Wir ignorieren alle Hinweise. Eine Warnung. Schlagen wir in den Wind. Speichern nochmal. Auf geht's in ein neues Gebiet. In Akt 2. Wenn mich nicht alles täuscht. Can you feel that? The dark, it's hungry. Best watch the shadows. Ein Problem. Are you the true soul? Unser Freier eilt uns voraus. Wer will das wissen? Ich bin der leibhaftige Truz mit einer Larve im Schädel und sündigen Herzen. Die Wahrheit. Wahrscheinlich, ich versuche immer noch herauszufinden, wer ich bin. Ich habe keine Zeit verschwendet. Nein, ich töte sie und euch als nächstes. I'll take that as a yes. Listen up. Grab a torch, stay out of the dark and move fast. The shadows have eyes. Go on. Aha. Wir haben noch hier eine Laterne. Sollten wir vielleicht mal untersuchen. Broken moon lantern catches your eye. Its glow now snuffed out. Okay, die können wir nicht ausrüsten. Nicht benutzen. Schade. Können Sie anders benutzen? And, well, in it. Broken moon lantern catches your eye. Its glow now snuffed out. Nehmen alles dazu, was wir kriegen können. Oha, ist immer mutig. This is pixie dust, used to illuminate a lamp, all left behind after a pixie's death. Okay. Was für ein Scheiß ich hier gerade würfel.
und trotzdem mit Boni schaffe. You see no burner or wick. It was not fuel that lit this lamp, but magic. Schade. Und dann wohl mit Fackeln. Was ein bisschen lästig ist. Dann greife ich mal wieder eine Fackel. Haben wir noch mehr Fackeln? Ich glaube, im Lager hatten wir noch welche. Oh mein Hut. Dann brauchen wir nicht. Stick about. Her torch will keep you safe. More or less. I'll keep an eye for other true souls and then head to camp. Can't get out of here fast enough. Na dann. Müssen wir die ausrüsten oder geht's auch so? Ich kann mich erinnern, dass das neben, vielleicht war es ein Bug, aber es hat wirklich nichts genommen. Es war wirklich relativ unspektakulär. Something's wrong. I feel weak, drained. Okay, wir kriegen Schaden. Das ist nicht ganz so praktisch. Auch eine Fackel. Wenn nur einer es tragen muss, dann musst du dann. Dann gibt es mal Schattenherz. Wits and blades, always sharp. Let's get going. Bin ich meine besten Kämpfer hier mit Fackeln ausrüsten. Musst du kampffähig sein. Shadow curse. It doesn't seem to affect me like it does others. Not as badly, at least. Do you know what this means? I must be blessed. Lady Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. She must do. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich in der Dunkelheit nicht in meinem Element bin. Es wird das alles. Kommt nichts zu vorherigen Schlüssen, das könnte etwas anderes sein. Was ist mit mir? You're resourceful. You'll find a way. Don't give me that look. It's a good thing that I'm resistant to the shadows. This way I can help you. Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. There must be something she wants of me. This isn't the first sign we've come across of a Sharan presence.
I'm not sure I can keep ignoring them. Have you ever heard of the Dark Justiciars? They were Lady Shah's most elite warriors. I can't explain why, but something about this reminds me. Wenn der Mensch die Fackel tragen. I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps. I need to know if there's more to this. Mensch. Ist ja blöd und das Schwert, aber. Und geh mal voran. Die anderen folgen hoffentlich. Der Mensch kann auch mit der Fackel angreifen. Da fallen zwar ein paar Sachen weg, aber. Nee, das sind die effektiven Sachen, die wir brauchen. Dann erkunden wir mal. Noxa. This beast didn't go down without a fight. Taravan nach Mutokdank. Sollten wir erstmal nicht dort lang gehen. Überall anders. Und hier ist eine Truhe. With a flick of the wrist. Eins wäre es gewesen. Uff. Mit. Nee, hier ist erstmal nichts. Das ist durchs Trabgrund. Vielleicht können wir diesen Mann, den ich mir gerade, vielleicht den Schattenfluch sogar aufheben. Was mir ja im ersten Run nicht gelungen ist. Nach Baddus Tor gelangen. Eine alte Karte im druidischen Stil, offenbar von verborgenen Wegen aus des Marktenklave. Das Ziel ist Baddus Tor angegeben. Und eine Anmerkung lautet: Nehmt nur mit, was ihr tragen könnt. Geht über den Gebirgspass, wenn jemand hinfällt, lasst ihn liegen und könnt euch nicht leisten, durch zu sicher Rast Last aufgehalten zu werden. Viel Glück. Das klingt ja brutal. A pile of belongings, forsaken to the curse, so that their owners could escape with their lives. Aha. Ich hab wohl keine Fackel dabei. Wenn so eine Fackel schon eine Lösung ist. I can feel her. Thank you.
bisschen Geld. Aber gut. Da sind Leute. Ein Heisen ist ja tot, das wird interessant. Ob wir dann überhaupt den Schattenflug ausheben, aufheben können. Ah! Hells, I need to stain myself. Just seeing if this shadow curse is as bad as they say. Word is, it eats anyone gets too deep into the dark. I'll take it you're the true soul we're waiting on. Needs passage to moonrise. Wie wollt ihr mich denn durch diese Verfluchtungheit bringen? Wie kommt ihr darauf? Don't worry, boss, you're in good hands. We've got a guide. Talk to Kansif inside. He'll run through it. Eins noch, holt den Knochen, den ihr gerufen habt. Wait, you're joking, yeah? But we're ready to go. Was holst? You just need to tell Kansif inside. So you want me to? I'll just go and. No! Aha. Warum hat der Schattenflug das nicht mit uns getan? Inspiriert. Ich würde mal gern wieder zu spielen. Seems like a good moment to talk. True soul. An honor. Did you bring the lyre? Lyra, sie wird einmal eine Drohung. Und warum braucht ihr eine Lyra? Wahre Seelen beantworten keine dummen Fragen. Forgive me, true soul. We are simply eager to reach Moonrise as soon as we can. We were told to expect a true soul. That Night Warden Mintharo would send someone with her lyre to summon a guide through the darkness. If the Night Warden did not send you, who did? What are you doing here? Ich habe diese Lyra hier, und das hilft. Das Land ist schwach, ein leichtes Opfer. Ich suche meine alte Heimat und dafür muss ich durch Baldur's Tor. Ich reise nach Mondaufgang. Ich will die Absolute vernichten, um die in einen Synkultisten zu setzen. Das auch, aber erstmal anschließen. Ah, you do have it. Then pluck a tune. And our guide will come scuttling. Aha. Wir können spielen. Es wäre jetzt kritisch, wenn wir das nicht gelernt hätten. I hear them, Your Majesty, calling us, their god and their guide, together. By the gods, one of Lolth's abominations. Greetings, in the Absolute's name. You have been charged with guiding us. New flesh, my queen. But who are they? Best introduce yourself.
Perhaps he'll listen to her true soul. Aha. Vielleicht sollten wir erstmal mit denen nach Mondaufgang. Dann später Starlight Inn. And you. What are you? More faithful of the Absolute. They need a guide to the Tower, same as us. Your minds connect, and you hear a whispered voice. The Absolute. Or just the echoes of his fractured mind reverberating in the dark. A true soul. You have more worshippers every day, Majesty. Yes, yes, they'll do nicely. Angreifen? Ja, eigentlich sollten wir das zur Zeit aufzubrechen, bringt mich nach dem Mondaufgang. Seid also der Führer? Wie überlebt ihr da draußen? Warum müsst ihr mich nach dem Mondaufgang bringen? Was ist da draußen? Was seid ihr doch für eine entzückende Abscheulichkeit? Erst muss ihr das erledigen, wartet hier. Oh, the drow really told you nothing, eh? Here, this will tickle ya. No! What are they doing? Don't worry, we didn't need that in any way. No, no, no! We do not play with the dark! We do not feed the shadows! Stärke aufhören, den Schlechter zu begaffen und die Goblinfrau retten. Die Eleganz der gezackten Drinnenbeine bewundern, einschüchtern zu drinnen sofort. Peace! Stop it! Bestachen sie sich hier gegenseitig ab. Do not toy with the dark. Do they understand? We understand. Now we need to go. Bloody right we do. Yes, yes. We shall go. Your light leads the way, my queen. Are all ready? Things best avoided. Shadows lurking in shadows. Now, will they follow or stay? Eigentlich wäre es gut, noch um das Light Inn vorbeizuschauen, aber bei der Hintergrund zu. Das können wir auch noch, das können wir hoffentlich noch später machen. Oder vielleicht auf dem Weg erledigen. Bless us again, Majesty. Ist Tarin das einfach dann? Was sonst? Come, follow and stay close. Do not leave the light. Do not feed the shadows. You heard him. Move out! So, dann kann ich jetzt mal das gefährliche Schwert wieder ausrüsten. Mal ein bisschen steckt. Und auf geht's. Das wird interessant. Ich hoffe, meine Gefährten sind gut genug, dabei zu bleiben. Come back.
We must keep up. The shadows are hungry. Ain't all got 10 legs. Auf der Seite war ich noch nie. Wir machen ja nur viel Schlamm. Weiß, was hier kommt. Wait. Something was wrong, Majesty. Diesmal kämpfen wir auf der anderen Seite. Who's there? Show yourself! Harpers attack! Kill the cultists and get that lantern! Heretics! Villains in the dark! These Harpers are clearly enemies of the Absolute. They could be worthwhile allies. But defend the Guide and you may preserve your cover as a true soul. Die Karawane verteidigen, die Hafen angreifen. Die Karawane verraten, die drinnen angreifen. Ich glaube, die hatte nicht so viel Loot dabei. Allerdings. Geschichte im Last Light Inn nochmal zu verfolgen. Haben wir schon im ersten Abend gemacht, also. Ich fände es spannend für den Dark Urge Modus mal das zu versuchen. Der Seite zu kämpfen und dann mal irgendwie anders werden wir ja schon hinkommen. Also. Hält man die Hafen an. Das ist auf jeden Fall was Neues. Du bist überrascht. Hatte ich nicht den Helm, der gesagt hat, dass ich nicht überrascht sein kann? Kann ich hier schon jemanden angreifen? Dann bin ich hier in Deckung. Die Jungs haben die Hafner verloren. Die Goblins sind ein leichtes Ziel, aber. Warum hat der jetzt die Spinnen angegriffen? Ich glaube, das wird ein kurzer Kampf. So viele sind die nicht. Auch mal mit kämpfen. Time to press ahead. Und sind welche? Gegner an die neue Verbündete. Einer muss mal aufs Dach kommen.
to it. Heading there. So da werden wir oben. Sich gut verteilt. Aber sind leider nicht viele. Die können nicht besonders viel. Vielleicht auch auf dem Dach. Das macht Sinn. Bin ich hier falsch? Dann gehe ich hier mal rum. Ah, hier oben. Ja gut. Na, hier oben. Ich auch eine Abkürzung nehmen können. Schade. So, minus 1. Jetzt blockieren die Leiter. Ja, spielen wir auch eine Lösung gewesen. Little things. No better than the shadows. But no matter, Majesty, they are already dead and soon forgotten. Okay. Aufnahme was Wichtiges bei sich. Und Heiltrank. Ich habe viele von der Mira. Das ist nicht wert. So viel haben die auch nicht zu bieten. Und dann weiter voran, würde ich sagen. Wollen wir? They must get on. They must hurry. Keine Kunde.
Leichen haben seltsame Macht über sie, sie aufsaugen und darin baden. Oh je. Oder auch nicht. Oha, jetzt 20. You notice something odd on the fallen soldier. A faint glow about the face, like an aura fast fading. You can feel the power it held. Weak, but still divine. These soldiers were protected from the shadows by a blessing of Saluna. All dead, Majesty. It is time for us to move on. In der Macht ähnlich der Laterne, aber schwächer hat sie von Flug geschützt. Ich brauche einen Moment, um mich umzusehen. Gehen wir. Because their gods are weaker. None compared to the absolute. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Weiter geht's im nächsten Part.